Hallo zusammen! Willkommen in der Schweizer Bastelbude im Kanalupdate 2021, der November. Hallo zusammen, willkommen im Kanalupdate November 21 in der Schweizer Bastelbude. Was haben wir im November verbracht? Wir haben den LRDG Command Car fertiggestellt. Das Video ist online. Verlinke ich euch oben in der Infobox. Und wir haben auch das Diorama Wo sind wir? Online gestellt. Hier auf unserem Kanal verlinke ich auch oben in unserer Infobox. Als Größenvergleich sieht man hier das Diorama im Maßstab 1:35. Gut, gleichzeitig haben wir off-Kamera eine Vierlingsflak gebaut mit passendem Trailer. Dazu Bilder folgen gleich, blende ich gleich mit ein. Was haben wir beschafft diesen Monat im November an Bausätze? Pack Munition. Wir haben Schilder, Frankreich 1944. Ich habe Infanterie von Trumpeter für Artillerie. Wir haben von Mini Art eine Feldkanone, 7,62 cm, von Tamiya eine Kropotze, ein LKW, Carbotruck, auch von Tamiya, zweimal Hanomag, Sonder-Kfz 251-1, zweimal, sowie für die Vierlingsflak eine passende Crew dazu. Dann Feldküche von Tamir. Infanterie. Deutsche Infanterie in der Pause, eine Wespe, Italienfront, sowie ein Panther A-Version, Sonder Kfz 171, Ausführung A, und Geschosse. Wir haben ein Sonder-Kfz 9 Famo von der Firma Tamir. Eine Hummel, auch von Tamir. Sowie das passende Geschütz dazu in Aluminium oder Metall, Aluminium in dem Fall. Und ganz neu gekommen heute ist die M7 Priced von der Firma Italery. Was schwerer mich durchaus freut, ist von Gero Design ein Stadthaus, ein zerstörtes Stadthaus
Ja, das haben wir uns besorgt, beschafft diesen Monat. Der Grund dazu, durch das, dass ich nicht schlüssig bin, sage ich jetzt mal, ich bin an einem Groupbuild beteiligt von Delan. Ja. Im Westen nichts Neues. Geht von 6. Juni 1944 bis Mai 1945 in den Zeitraum. Alles, was mit Westen zu tun hat. Also es wird definitiv keine Russen oder sonst was dabei sein. Also entweder, ich sage jetzt mal Frankreich, Belgien, Ardennen oder sowas. Da bin ich mir aber jetzt noch nicht schlüssig, was ich genau mache. Viele greifen vor. Viele wollen das bauen, was ich eigentlich bauen wollte, aber ich wollte nicht das Gleiche bauen. Ich habe da eine Idee, das werde ich dann natürlich dementsprechend auch in der Facebook-Gruppe werde ich das dann auch weitergeben, dass es alles fair und richtig zugeht. Wie gesagt, da freue ich mich drauf, auf dieses Crewbuild. Aktuell bin ich dabei an einem kleinen Test mit einem Gebäude. Und dieses Gebäude wird Esther und ich zusammenbauen. Das werden wir machen, definitiv. Da bin ich am Gravieren gerade. Jetzt müssen wir noch Fenster ausnehmen und die Türen und das Gebälk und das Dach bauen. Da wird ein separates Video wird's da geben von diesem Test, wie wir das selber bauen wollen, ohne gelaserte Teile oder ohne 3D-Druckteile, sondern alles Full Scratch mit herkömmlichen Materialien. Wenn ihr uns weiter verfolgt, auf Facebook oder Instagram oder auch hier auf YouTube, da werdet ihr sehen, dass wir ja nicht nur bloß Modellbau machen, sondern Esther macht ja viel hier mit Pouring oder jetzt natürlich in dieser Jahreszeit auch mit ihrer Adventskränze. Das ist sehr erfolgreich gewesen. Verfolgt uns da einfach. Einfach Schweizer Bastelbude bei Facebook eingeben, da haben wir eine nette Seite. Oder auf Instagram, Schweizer Bastelbude. Dann werdet ihr sehen, dass hier eine sehr kreative Ecke entstanden ist. Gut, dann wünsche ich euch eine besinnliche Zeit. Stressfreie Vorweihnachtszeit, sage ich jetzt einmal. Bleibt gesund, gebt euch Sorg, abonniert unseren Kanal, Gluon. Thank you.
Heute sind wir willkommen in der... Was haben wir im November? Im November haben wir jetzt... Jetzt haben wir November. Wieder von vorne, ne? Eine Minute vorbei und dann nur Quatsch gemacht.